Erstmal super, dass du da seid. Schön, dass wir hier sein können. Danke dir, Bruder. Und auch schön, euch zu sehen. Wir haben uns hier kurz zusammengesetzt, damit wir ein paar Fragen durchgehen. Und kurze Erwähnung, wie ihr zusammenkamt. Und dann wollen wir kurz nochmal über Massiv noch eingehen, wie es hier ist in Berlin. Kannst du was dazu sagen, Dennis? Ja, klar. Den Massiv, den Bruder, kenne ich schon seit 12, 13 Jahren von Malik Street Cinema damals. Ja, genau, 2006, 2007. Ja, Massiv hat seinen ersten Werbevideoblog bei mir zu Hause gedreht, in meiner Küche in Köln. Weißt du noch, da hast du geguckt für Zektus. Deine Küche musste ich ausnutzen, ja. Ja, genau. So, und dann waren wir immer mal wieder in Kontakt gewesen. Und dann habe ich ja die Zweigstelle mit Manuel aufgemacht. Dann meinte ich, ey, lass uns doch mit Massiv quatschen, ob er Bock hat für Berlin, weil Massiv steht ja für Berlin. Also für mich ist der Rapper in Berlin ist Massiv und auch geschäftsmannmäßig ist er natürlich auch ein ganz großer. Und da hat er direkt zugesagt, weil er mich schon lange kennt und Manu hat auch noch ein gutes Wort eingelegt. Und ja, seitdem machen wir das hier zusammen. Jetzt haben wir heute Neueröffnung hier. Und ja, wir sind super glücklich, dass wir den Leuten den Führerschein zurück in die Tasche zaubern und natürlich auch ein bisschen was verdienen. Ne? LPU King ist sowieso jetzt der große Nummer in Deutschland geworden. Mhm. Also jetzt in aller Munde. Daher denke ich mir, hat's immer gefehlt, dass es in Berlin auch gemacht wird. Was sagst du, Massiv? Du hast wirklich jetzt, ich will mal anfangen zu zählen, ja? Jawohl. Bruder, du hast mit Sekt Plus, dein Tabak ist legendär. Danach dein Babas Döner. Jetzt noch LPU King, kam die Kooperation für dich zustande? Also erstmal kam die Kooperation freundschaftlich zustande und durch einen sehr interessanten Smalltalk, den wir geführt haben. Und da man wirklich durch verschiedene Sprachbarrieren drüber springen kann und hier wirklich jeder durchgeführt wird oder geholfen wird, diesen Weg zusammenzugehen und nicht auf sich allein gelassen ist, hat mich das wirklich, wirklich umgehauen. Also ich finde es sehr interessant, weil ich selbst diese Problematik hinter mir habe und eventuell irgendwann wieder vor mir habe und jetzt halt eine Anlaufstelle habe, wo Leute sich um mich bemühen, mich an die Hand nehmen und mich durchführen. Und ich habe sehr viele Freunde oder Kollegen, die wirklich in Cafés immer darüber debattieren, dass ihr Leben am Ende ist, weil das Auto an sich ist das wichtigste Werkzeug heute momentan als wichtigste Werkzeug eines Mannes, weil du musst von A nach B kommen, du musst dich um deine Familie kümmern. In den meisten Fällen führt es dich zur Arbeit und das ist ein Hauptbestandteil in unserem in unser aller Leben. Musstest du schon mal eine LPU machen? Ja, ich musste schon zweimal eine LPU machen und es war für mich immer eine riesige Party. Also das war für mich so, also kannst du dir vorstellen, ich habe 5 Ausbildungen angefangen in meinem Leben und jede Ausbildung hätte ich mit einem Lächeln abgeschlossen, aber MPU erschien mir so wirklich wie ein Studium quasi als kompliziertes Grauens. Ja. Das ist so eine Art Psychologie und wenn du keinen hast, der dich da durchführt oder hereinführt, dann bist du auf dich alleine gestellt und dann kommst du eigentlich da rein, sitzt an einem Pult mit einem Mann, der dir deine ersten Fragen stellt und du hast halt direkt gemerkt, dass du gerade verkackt hast, aber da steckt halt sehr viel Money dahinter. Also du legst ja auch Geld hin und dann willst du auch eine saubere Beratung dafür haben. Und also aus Erfahrung kannst du schon sprechen. Du hast auch nebenbei noch natürlich auch andere Sachen erfolgreich. Wie siehst du dann diesen Konzept für dich als Stellenwert? Genauso hoch angesehen oder sagst du dir, das kann man nebenbei machen? Wie ist das für dich? Also ich bin kein Freund von nebenbei. Also das hört sich so bisschen dahingeschmissen an. Für mich ist heutzutage Authentizität in ein Produkt reinzustecken, das bedeutet hinter einer Sache zu stehen, das macht schon sehr, sehr viel aus, auch für den Kunden. Und das macht sich auch bemerkbar. Ja. Und alles andere ist für mich heutzutage sehr leicht durchschaubar und taktisch voll zu hinterfragen, wenn einer einfach etwas aufmacht und auf gut Glück sagst du, das muss laufen. Du musst dein Herz reinstecken und wenn es läuft, läuft es. Und wenn es nicht läuft, hast du wenigstens dein Herz reingesteckt. Also einfach nur was nebenbei machen, dafür ist mir die Zeit zu kostbar. Und jeder, der Familie hat, weiß, was es bedeutet, heutzutage einfach nur zu sagen, ich mach's nebenbei. Das konntest du mit 18 machen, während du Fußball spielst. Stark, ja. Nebenbei Playstation spielen und nebenbei das zu machen. Aber heutzutage, jede Minute ist Gold wert. Also wir wollen auch nicht uns gegenseitig die Füße, das Bein stellen und uns im Weg stehen, sondern alle zusammen anpacken. Und wenn ich dann nicht die Energie habe, auf meine Art und Weise anzupacken, dann bin ich fair genug zu sagen, so, ey Leute, mein Kopf ist gerade woanders, ich bin fokussiert nur auf mich, ich bin ein Ego-Mensch, ich mache einen Schritt zurück, um anderen Leuten wiederum die Tür aufzumachen.
Genau, das habe ich auch bei Dennis so ein bisschen bewundert. Der hat sich genau die Leute rausgepickt, die wirklich, wenn sie was anpacken, auch vollkommen durchziehen. Also jetzt wirklich gerade halben Sachen. Bei Manuelsen haben wir es gesehen, jetzt bei dir haben wir es gesehen, auch mit den anderen Kollegen. Ich habe immer gesehen, die Leute, die er connected hat, die haben es straight durchgezogen, aber wirklich auch mit Herz. Ne? Ja, super, Manu macht das auch super, ja. Ja, habe ich auch beobachtet. Mit jedem, sag mal jetzt. Genau, ja. Es gibt manche Rapper, die jetzt, das bringt man nichts, und massiv ist ein Geschäftsmann, also alles, was er anpackt. Ja. Und das wandelt er in Gold um und ist auch ein Herzensmensch, ist der beliebteste Rapper in ganz Deutschland, also jeder mag ihn. Um Gottes Willen, was hast du gemacht? Ne, ich wüsste, du bist auf jeden Fall einer der beliebtesten, also jeder mag ihn, ich kenne keinen, der über ihn schlecht redet. Ja. So, und mit so einem Bruder machen wir das natürlich sehr gerne. Kurz abschließend zu MPU, was würdet ihr dort noch mitgeben für die Zukunft, beziehungsweise zu MPU King hier in Deutschland? Also speziell, endlich haben wir in Berlin geöffnet, in der Hauptstadt. Mhm. Es wurde auch Zeit, dass hier eine Anlaufstelle ist für Leute, die wirklich offene Fragen haben, weil es wirklich sehr, sehr schwer zu durchschauen ist, das ganze Thema. MPU King hier, Amsterdamer Straße 22. 20. 20. Entschuldigung. Aber 22 ist ein Wettbewerb. Vielleicht gebe ich hier. Der könnte danach kommen. Aber nicht alles verwetten. Auf jeden Fall Amsterdamer Straße 20 im Herzen von Wedding. Ja. Wedding bedeutet mir speziell sehr, sehr viel. Hat mir schon immer sehr viel Liebe geschenkt. Und wir versuchen hier den Menschen was zurückzugeben. Und ganz Berlin soll Bescheid wissen. Alles, was mit Führerschein zu tun hat. Und du willst ihn wieder zurück haben, dann klopf hier an und lass dich beraten, lass dich führen. Dann kann ich auch nur sagen, also wie gesagt, Berliner, wenn ihr euren Führerschein wieder zurückhaben wollt, kommt hier zu MPU King in Berlin und holt euch ein Ding wieder zurück in kurzer Zeit.